gell? Und wenn du sowas blöd erwischt, dann greift der Ski, du rennst mit dem Eis. Es ist immer wieder eine Riesenherausforderung darunter. Bitte übertreibt es nicht. Hey, was ist denn? Achtung, Achtung! Was ist denn da geschehen? Jetzt hör auf! Das ist der Sturz da hinten. Was ist passiert an der Stelle? Ja, mit Rücklage drüber, ist nicht fertig geworden. Wir sehen sofort, die Fliehkraft greift ein. Und der Kraft auf den Rücken, hinunter. Oder? Ja. Zuerst auf die Hand, dann auf den Rücken und ja. Brille weg. Ja, jetzt schaut er sogar nach vorne, um sich irgendwie zu orientieren. Aufpassen jetzt beim Aufprall. Bringt den Rücken. B-Netz. Natürlich schon fest hinein. Ja, wir sehen eben, ich wollte gerade sagen, die Anfahrt ist da jetzt entscheidend. Er fährt da mit Rückenlage hin und dann ist plötzlich der Berg aus für ihn. Gell? Er steigt auf und innerhalb von 3-4 Metern sind die Skispitzen überall vom Kopf. Keine Chance. Und keine Chance mehr, nichts mehr zum Offen. Und dieser Rückenschutz, dieser Rückenprotektor, der hört knapp oberhalb vom Gesäß auf. Ja, er geht über das Steißbein ein bisschen drüber. Jetzt geht sie diese unnötige Reise los für ihn und wir rufen den Rainer im Ziel wieder. Vom Gewicht her am Innenski und dann verabschiedet sich der Außenski und jetzt rutscht er da hinunter, aber ich glaube nicht, dass ihm da jetzt am rutscht ein bisschen an dieser Werbeplane entlang. Dramatisch viel passiert ist. Die Ski sind weg jetzt beide. Okay, es wird schon wieder stehen. In der Zwischenzeit. Ein drittes Mal wird es nicht heute. Nein. Ja, ganz blöd schon. Ja, der Reichenhof ganz minimale Fehlstellungen, er ist in Ordnung, Gott sei Dank. Ich Richtung Ziehweg, Achtung! Und? Ja. Dann lässt es bleiben, glaube ich. Ja, wir sehen hier hinten, der Rennanzug ein bisschen lädiert, ist eher frisch hinten. Ja, jetzt habe doch relativ lange runtergebracht und jetzt ist man im Hintern schon ein bisschen kalt geworden. Ja. Nächste Zwischenzeit für Nadkotz und Stegen. Obe! Achtung! Obe, obe. Hallo! Mensch, ist das gehoben? Das war ganz. Ja, was war das? Ja, du musst eine kleine Welle, wo er zu Wort eingegangen ist, wahrscheinlich. Aber es hat heute die eine oder andere Stelle gegeben, was extrem glatt war. Und